Herzlich willkommen, liebe Wunderkessel-Freunde, hier in der Wunderkessel-Küche. Mein Name ist Kai und heute habe ich für euch ein Rezept mitgebracht aus der Kategorie Suppen, die glücklich machen. Dieses Rezept findet ihr im Lieblingsrezepte Band 7 aus unserem Wunderkessel Verlag. Wenn ihr das Buch nicht habt, das Rezept gibt es auch im Forum. Und es handelt sich um Erbsensuppe, leckere. So steht es hier drin. Und wie das aussieht, wie das funktioniert und vor allem wie es schmeckt, das teste ich jetzt für euch. Erbsensuppe ist natürlich was ganz Tolles, gerade wenn es so ein bisschen kälter wird draußen. Und wo geht es einfacher als in unserem Thermomix? Auch das ist ein Rezept, das ihr in beiden Kesseln, also im TM31 und im TM5 kochen könnt. Und wenn es unbedingt sein muss, ihr könnt es auch ohne Thermomix machen. Aber wer will das schon, wenn man so ein Teil zu Hause stehen hat? Ich erkläre euch, wie es geht. Es ist eigentlich wirklich ganz, ganz einfach. Wir brauchen eine Zwiebel, die habe ich schon mal halbiert und 20 Gramm Sellerie. Im Rezept stehen 10 Gramm Sellerie, aber 10 Gramm Sellerie ist so viel wie kein Sellerie. Deswegen mache ich ein bisschen mehr. Das kommt hier in unseren Wunderkessel rein und wir zerkleinern das 5 Sekunden auf Stufe 5. Als nächsten Schritt habe ich euch 200 Gramm Kartoffeln schon mal in so kleine Würfelchen geschnitten. Die kommen ebenfalls hier rein. Und außerdem Öl, und zwar 35 Gramm Milliliter, also 35 Gramm Öl. Ihr könnt das natürlich auch immer direkt schon im Thermomix abwiegen. Das ist ja das Praktische. Aber damit es jetzt für euch hier schneller geht, haben wir das alles schon in Schüsselchen vorbereitet. Die Zwiebeln drücke ich jetzt nochmal mit unserem Schaber etwas nach unten. Und dann wird das Ganze 3 Minuten auf Stufe 1 in der Varoma-Stufe gedünstet. In diesem Rezept verwenden wir Dosenerbsen. Ihr könnt natürlich auch Tiefkühlerbsen nehmen, auch frische, wenn es sein muss. Ich habe mich aber jetzt ans Originalrezept gehalten und nehme Dosenerbsen. Deswegen kommen jetzt gleich auch die Erbsen noch nicht rein. Ja? Die kommen auch in 2 Stufen rein. Ich erkläre euch das gleich genau. Insgesamt braucht ihr 560 Gramm Abtropfgewicht. So, wie gesagt, es kommt Wasser hinzu. Und wenn ich das schon vorbereitet hätte, müsste ich es jetzt nicht holen. Ist aber kein Problem, ich habe ja den Brunnen in der Küche. 1 Liter Wasser kommen da rein noch. Das ist unsere Flüssigkeit. Und 2 Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Ich sehe, das wird verdammt knapp. Aber sollte das jetzt zu wenig sein, ist das nicht schlimm, dann kann ich nachher immer noch ein bisschen nachwürzen. Auch mit Gemüsebrühe kann man das natürlich auch machen. Aber ich mag halt unseren selbstgemachten Suppengrundstock. Wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, gibt es auch in unserem YouTube-Kanal zu sehen. Suppengrundstock. Und es gibt jede Menge tolle Rezepte. Also das lohnt sich wirklich, das auf jeden Fall nachzukochen. 15 Minuten wird das Ganze jetzt auf 100 Grad gekocht. Stufe 1. Reicht in dem Fall und ich lasse für euch jetzt ein klein wenig die Zeit vorlaufen, während ich hier 15 Minuten abwarte und Tee trinke. Es ist soweit, 15 Minuten sind vergangen und wir kommen zu unserem nächsten Arbeitsschritt. Ich habe euch ja schon gesagt, ihr braucht insgesamt 560 Gramm Dosenerbsen. Die ersten 370 Gramm, die füllen wir jetzt hinzu, muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht platscht. Außerdem 1 bis 2 Teelöffel Bohnenkraut. Man kann das natürlich auch frisch nehmen. Zu Hause im Garten habe ich in der Tat frisches, aber im Moment ist auch nicht die Saison. Eingefrorenes kann man auch nehmen. Ich nehme jetzt trockenes. 1 bis 2 Teelöffel. Das gehört wirklich auch dazu. Das ist ein sehr, sehr intensives und schmackhaftes Gewürz. Das Ganze jetzt nochmal 5 Minuten. 100 Grad, Stufe 1. So, und das Ganze wird jetzt als nächstes 20 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinert. Fertig. Und nun kommen unsere
restlichen Erbsen hinein. Das sind nochmal etwa 190 Gramm. Ebenfalls hier rein. Dann haben wir noch ein paar, die nicht zerkleinert sind. Wir machen noch Crème fraîche dazu. Das sind etwa, nein, nicht etwa, sondern ganz genau 150 Gramm. Nochmal 2 Minuten 100 Grad erwärmen auf Stufe 1. Und damit ist unsere leckere Erbsensuppe hoffentlich nicht nur fertig, sondern auch wirklich lecker. Ich schmecke die jetzt noch ein bisschen ab, natürlich mit Salz und Pfeffer. Was ich aber gerne noch ran mache, ist ein kleines bisschen Zitronensaft. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. So, das sieht doch schon mal nach Erbsensuppe aus hier. Es riecht auch gut, es riecht wirklich gut. Ich denke, wenn ihr die Suppe jetzt noch ein bisschen gehaltvoller mögt, dann könnt ihr da natürlich noch gebratene Wurstscheiben oder sowas einlegen. Als Vegetarier, keine Ahnung, vegetarische Wurst gibt es ja auch, ne? Oder Seitan. Also da bleibt eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Unsere Lieblingsrezepte Band 7 Erbsensuppe. Ich bin begeistert. Ist richtig gut. Doch echt. Also ich habe erst so ein bisschen gedacht, so, naja, mit großen Erbsen und so. Aber ich also, finde die absolut lecker. Nicht viel Arbeit, schnell gemacht und sehr schmackhaft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, weil das sollte man nachkochen. Auf jeden Fall. Ist schnell gemacht und ich glaube, das schmeckt auch Kindern, weil es ist jetzt Erbsensuppe. Also meine Tochter zum Beispiel hat ganz lange gar keine Erbsen gegessen. Aber probiert es mal so. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ob euch das geschmeckt hat. Vielleicht auch euer Lieblingserbsensuppenrezept, weil die gibt es ja nun mal wie Sand am Meer. Ich bin gespannt und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat, unseren Kanal zu abonnieren. Schaut einfach auch mal ins Wunderkessel Forum, da gibt es ganz, ganz tolle Rezepte rund um den Thermomix. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.